Zahlen, damit ganz herzlich willkommen zu dem ersten, ich sag mal, Let's Test hier auf dem Kanal. Und zwar teste ich hier Extrane Gut, tut mir leid, ich bin schlecht in Englisch. Also Extrane Gut Act 1 teste ich hier mal an. Das wurde, wenn ich jetzt aufnehme, gestern auf Steam veröffentlicht, ist ein kostenloses Spiel und soweit ich gesehen habe oder gelesen habe, ein Shooter. Ich weiß es, ich kann es euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall Extranged Act 1. Es ist ein Alpha-Spiel, das heißt, weitere Parts werden folgen. Und jetzt muss ich hier erstmal nochmal die Audio umändern. So. Das Spiel ist nur auf Englisch erreichbar. So, anwenden kurz. So. Und dann würde ich einfach mal sagen, legen wir hier los. Und zwar ein neues Spiel, denn ich habe gestern schon ein wenig angezockt, sag ich jetzt mal. Und beginne einfach mal mit Kapitel 1. So, ich kann ja nicht sagen, wie lang das Let's Play oder das Let's Test hier gehen wird. Wir werden es ja nur anzocken. Es wird jetzt kein komplettes Let's Play davon oder so. Okay, wir sind hier auf dem Schiff. Wir sehen hier, dass es wackelt. So, könnte E drücken fürs Radio anbauen. Das mag ich. If anyone can hear this, my name is Jonathan Darrell, and I need help. These things, they've taken over the island. Anyone, please, I have supplies, but... This is an automated message from ARK Corporation. There has been a safety breach. Mandatory curfew is in effect. Whoa. Okay, was ist das? Ja. Ah, okay. Also WASD. Ich denke mal, die Steuerung kann sagen. WASD, kannst du mal laufen halt. Shift ist sprinten. Steuerung ist in die Hocke gehen. Links unten haben wir hier sozusagen eine Lebensanzeige. Wir haben so ein Fadenkreuz, sehe ich hier gerade. Und wir sehen, dass unser Boot wie soll ich sagen, wir haben halt einen Unfall gebaut mit unserem Boot. Und ich kann jetzt mit E die Leiter benutzen. Ah, okay. Ha. Okay. Hä? Okay, ich habe nach unten drücken müssen, warum auch immer. So, da sehen wir Alan Edward, das. Christian Becker. Und mit Leertaste kann ich natürlich springen. Shipping Permit Office. So, gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir jetzt hier reingehen. So. Ah, okay, wir können hier was aufnehmen. Können wir die Tasse auch? Ja, die können wir auch. Die ist jetzt kaputt. Kann ich dann die Tasse auch kaputt machen? Hey! Ah, okay, das kann ich auch verwenden. Aber das hier kann ich. Oh, doch, kann ich verwenden. Das hier wahrscheinlich nicht, muss ich immer. Das kann ich nicht beiseite schieben. Okay, die Tür ist zu. Ist das noch eine Tür? Ja. Ist auch zu. Okay. Hey, ich komme nicht mehr zurück, oder was?
Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was wir hier machen müssen. Wir müssen hier. Oh, ich kann die Kartons nicht verwenden. Okay, das dachte ich jetzt nicht. Ich dachte, dass wir hier die Kartons verwenden können. Denn ich würde gerne hier irgendwie raufkommen. Ach Gott, hier ist eine Leiter. Ah. Hallo, ich möchte gern da hoch. So. Hier oben hat er ein Boot. Nein, nicht runterfallen. Ich glaube, ich gehe doch lieber in die Hocke. Oder bin ich schon in der Hocke? Ich glaube, ich bin schon in der Hocke. So. Objekt werfen. Okay. Aber was genau bringt mir das jetzt? Oh. Gott, ach Gott. Ah, einmal kurz niesen. Okay, was bringt mir das jetzt? Muss ich da den Ventilator runterhauen, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Also, er geht auch automatisch in den Shift. Aber, hey, da steht linke Maustaste. So. Ah, okay. Das heißt, wenn ich. Hallo? Das heißt, wenn ich da hier überall das Glas wegmache. So. Okay, da geht's jetzt nicht, aber dann kann ich da durch, oder? Okay, die Tür kann ich immer noch nicht verwenden. Ah, okay, jetzt bin ich durch. Ist hier irgendwas? Okay, ich kann anscheinend alles aufnehmen, was so rumliegt. Also den Stuhl hier. Die Milch wahrscheinlich. Und ich muss hier wahrscheinlich das hier auch kaputt machen. Haha. So. Und das da hinten wahrscheinlich auch. Ja. Sehr gut. Also ist wahrscheinlich auch so ein Re. Also zu mir hat man. Also ich habe gelesen, dass es ein Shooter sein soll. So. Okay, die ist offen. Das ist eine Taube. Ist hier oben noch etwas? Da liegt etwas. Okay. Ja. Gut, hier. Wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn die jetzt im Wasser schwimmen? Jetzt wollte ich gerade hinzoomen wie in Minecraft. Oh Gott. Oh, hier ist eine Tür. Ne, die kriege ich nicht auf. Okay, da wird mir noch erklärt, wie ich so überhaupt ins Spiel reinfinde. Also es ist irgendwie so ein kleines Tutorial wahrscheinlich. Okay. Also kaputt kriege ich das hier schon mal nicht. Vielleicht muss ich ja da irgendwie drüber springen. Okay, das kann ich nicht aufnehmen, aber das da wahrscheinlich. Gott,
Ich kann hier echt alles aufnehmen. Das dann nicht. Kann ich das da? Ja, das kann ich. Was liegt denn hier noch so rum? Eine Tonne, die ich nicht aufnehmen kann. Ich geh mir hier einfach so. Ich weiß ja nicht, ob wir hier überhaupt lang müssen. Nee, anscheinend nicht. Also gehen wir wieder zurück. So. Hallo? Die Stellung ist mir ein bisschen komisch jetzt gerade. Ich glaube, dass ich hier den Reifen irgendwie nehmen muss. Oder besser gesagt, was ist denn das hier? Okay. Ah, jetzt habe ich es weggeworfen. Okay, da entlang komme ich ja auch nicht. Das heißt, ich muss wahrscheinlich. Ich kann nicht aufs Auto. Oder doch, jetzt kann ich aufs Auto. Oh Gott, okay. Egal. Okay, keine Ahnung, was man jetzt hier machen soll. Ich sehe hier ein Dings, etwas zum Schieben. Ich bin jetzt nicht, ob ich den mir schnappen kann. Nee. So. Okay. Das ist ein Auspuff. Ja gut. Also wie man hier sieht, ich kann hier. Upsa. Kann ich das Schloss irgendwie aufbekommen oder so? Oder liegt hier irgendwo ein Schlüssel vielleicht? Nein? Auch nicht, ne? Nein. Was ist denn das? Ein Schuh. Und erstmal Umweltverschmutzung. So. Was passiert eigentlich? Wenn wir jetzt unter Wasser bleiben, oder besser vielleicht auf das Floß hier gehen. So, das geht dann unter. Oh. Ich
Ich kann euch, das war mein Handy. Ich kann euch jetzt hier nicht gerade sagen, wie es so weitergeht. Jetzt habe ich das Brett leer kaputt gemacht, indem ich da drauf gesprungen bin. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal zurück. Ich glaube, ich muss. Upsa. Halt. So. So. Und jetzt nehme ich das da. So. Ich will mich verarschen. So machen wir das jetzt. Geht es jetzt da echt nicht durch? Ah, doch, sicher. Weil dann baue ich hier uns so eine Treppe irgendwie. Ich hoffe, wir haben. Wie braucht man da? Ich glaube, 6. Ja, ist ja klar, wir haben 5. So. Geh durch. Was? Der Tisch ist kaputt. Ich habe ganz schlecht. Wieso gehen die Sachen kaputt? Boah, du Fucktür, ey. Ohne Witz. Bleib jetzt auf. Komm jetzt. Alter. Ist doch jetzt wohl ein schlechter Scherz, oder? Ah, jetzt kann ich hier auch. Ja, okay, so wird. So wird's echt nie was. Boah! Oh, jetzt, Alter. Okay, jetzt wird es so langsam kriminell. Kann ja wohl nicht sein, dass ich da. Dass ich da bloß eine Kiste rauskrieg. So. Siehst du, ist doch ganz einfach. Es bringt nichts. So. Was ist denn da hinten? Kann ich da. Kann ich irgendwie nicht. Wer ruft mich denn jetzt an? So. Jetzt geh hier nach oben. Geh nach oben. Ah, so. Habe ich hier irgendwas übersehen? Kann ich die Bank mitnehmen? Kann ich auch nicht. Ja gut, würde ich einfach mal sagen, war das hier mal der Einblick in Kapitel 1, dann würde ich hier einfach wo kann ich denn das? Hier auf neues Spiel können, dann spielen wir mal kurz Kapitel 2 noch, dass ich mal so ein bisschen Einblick in allen habe. Wir haben eine Waffe, wie wir hier sehen. Und hier ist irgendwas.
was wir aufnehmen können. Oder auch nicht. So. Okay. Sprinte. Okay. Warum bin ich so schnell? Ah, hier ist ein... Kann ich nicht öffnen. So. Weil... Ich kann diese Fässer nicht benutzen. Also ich muss da wahrscheinlich drauf schießen. Irgendwie... Oder? Ah. Halt, hier ist eine aufgeschlossen. Okay. Auch Licht. Okay, hier fließt das Wasser runter. Hey. Hier liegen überall Kanister. Wo müssen wir denn überhaupt hin, sag mal? Hier? Nein. Dann kann es ja bloß nach da sein. Okay. Ich habe jetzt irgendwie Angst, dass wir jetzt hier eine Wache haben, dass da okay irgendwie irgendwelche Kreaturen kommen. Okay, da hört einfach das Wasser auf. Aber ich glaube, wir gehen mal hier lang. So. Aber da ist ja noch eine Alpha-Version ist. Denke ich mal, dass es hier noch keine Viecher geben wird. Hey, warum sehen da die Rohre? Okay, das ist seltsam. Wie komme ich jetzt hier weiter? Oh. Okay. Ich glaube, dann weiß ich, glaube, was wir machen müssen. So, stellen wir erstmal eine Kiste dahin. So, eine nehmen wir mit. Ich will jetzt warten, dass die dann durchgeht. Doch. So. Dann stellen wir die zweite. Stellen wir rechts davon hin. Vielleicht etwas dichter hin, so. Halt, komm schon. Hier hin. So. Dann würde ich sagen, drücke ich den. Ja, perfekt. So. Oh, hier geht's nach oben.
Okay. Alles cool. Okay, hier kann ich aufmachen. Habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Klar, kann ich einfach so kaputt machen. Wow. Ah, hier habe ich Batteries. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich rein. Scheiß Hütchen. Ist das eine Leiche? Oh, oh. Dann erhoffe ich nichts Gutes. Okay, hier ist abgeschlossen. Kann ich das verwenden? Nein. Ich kann jeden Scheiß aufnehmen, den ich will. So, soll ich vielleicht nicht so sinnlos mit meiner Munition umgehen? Okay, hier ist zu. Eine Taschenlampe, die ich nicht aufnehmen kann. Geil. Wow. Ah, das leuchtet mir den Weg. Finde ich aber nett. Ups, das habe ich schon wieder geschossen. Ich kann hier sogar das Licht ausschießen, aber ich will es jetzt nicht ausprobieren. So. Nicht hier anschaut auf dem Rohr. Auf dem. Oh. Okay. Alles gut. Was? 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 Was war das jetzt? Okay. Hey, don't move! Willst du mich verarschen? Muss ich von dem wegrennen oder was? Hey, don't move! Are you awake yet? Hello? I'm talking to you. Yes, you. Gah, there we go. You feel all right? You sure? We wouldn't want you to get hurt again now, would we? So the question on my mind is, why is a fisherman all the way down here? Owen, don't worry. I took away your hardware. Far be it from me to question where you got it. You're quite the adventurer, aren't you? We've been tracking your movements ever since you entered the facility. Too bad you wasted your time. Speaking of time, my shift ended half an hour ago. So make yourself comfortable. You'll be dead by tomorrow anyway. Jetzt hab ich nicht gelesen, was wir machen sollen. Was AD? It's me. Yeah, he's awake. No, why couldn't he? He's not talking. That's tied to a chair. Yeah, he can walk through walls and lock doors. Okay. No, you listen. Okay, bin ich los. I'm leaving. No, you're not paying me for this. I'm out of here. Hä?
Oh, ich kann sogar rein und rauszoomen. Aber was bringt mir jetzt das hier, dass ich mich hier losgemacht habe? Ah, okay. Das auch zu? Wow. Okay. Ich habe keine Waffe. Könnte ich hier mal bitte wieder raus? Kann ich denn schlafen? Kampf. Maus 1. Waffe nachladen. Objekt verwenden. E. Was ist denn Maus 1 überhaupt? Links oder? Ich kann links und kann beides nicht. Okay. Geht's hier einfach mal lang. So. Okay, Medipacks anscheinend. Links oder rechts? Ich gehe einfach mal rechts. Lade Daten. Hab fertig geladen. Okay, es wäre scheißegal gewesen. Warum leuchtet es so? Upsa. Okay. Ja. Ich kann hier nicht mehr hoch. Willst du mich eigentlich verarschen? Puh. Also es scheint natürlich auch hier ein kleines Strategiespiel zu sein. Habe ich jetzt auch schon so langsam bemerkt. Aber ich blicke jetzt nicht so ganz, was wir... Alles klar. Lass mich hier mal durch, bitte. Aha. Oh. Läuft der so langsam runter, oder was? Das sieht auch nicht sehr gesund aus. Okay, ist bloß Wasser. Habe ich wenigstens mal eine Waffe zum mich wehren. So. Und
Gott sei Dank ist es nicht irgendwie giftig oder halt, was habe ich da gerade gesehen? Ich will mich ja hier eigentlich verarschen. Kletterst doch die Leiter hoch. Mein Gott. So. Hier ist noch eine Batterie. Und die tut hier mein Handy so blöd. Jupp. Okay, ist geschlossen, das habe ich mir schon gedacht. Hier kann ich nichts machen. Das heißt, hier geht's hoch. Kann ich eigentlich die Lampe kaputt machen? Nein. Wow, jetzt habe ich aber fast. Ich weiß, wo wir hin müssen. Da steht einer. Wieso steht da jemand? Wow. Okay. Also anscheinend gibt es hier doch schon Viecher. Wow. Alter. Erschreck mich nicht so. Ah, okay, Milch füllt auch Leben auf. Aber was soll ich denn jetzt hier? Jetzt geht's hier weiter? Nö. Ah, ich muss jetzt hier irgendwo Tür oder da oben. Komme ich jetzt da hoch? Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Mhm. Da haben wir doch schon die Antwort. So, ich gucke erst mal hier. Okay, ich gucke erst noch da drüben, ob da auch offen ist. Okay, hier ist zu. So. Also jetzt wissen wir ja. Hallo? Monster gibt es oder halt Viecher. So. Das ist mir schon zu dunkel. So. Warum gibt es hier so eine Leiter? Okay, jetzt gehen wir hier so ein Treppenhaus nach oben. So. Lol. Gott, Alter, hat mich das gerade erschrocken. Puh. Okay, wow, Huckler. Was muss ich hier... Was muss ich hier machen? Aufzug. Okay. Wir fahren jetzt nach oben. Wow.
Ja, liebe Freunde, ich würde einfach mal sagen, das war es hier mal für diesen Einblick in dieses Spiel und ja, ihr könnt es natürlich auch spielen. Ihr könnt es einfach kostenlos auf Steam euch downloaden. Es geht auch recht schnell zum Download, ist nicht so groß. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und falls ihr davon irgendwie ein Let's Play oder sowas in der Art sehen möchtet, von irgendwelchen Let's Tests, die ich so mache, dann könnt ihr das auch unten in die Kommentare schreiben. Dann guck ich mal so, was ich machen lässt, und dann gehe ich nochmal zurück hier zum, wo es jetzt immer war. Ich glaube da, zum Aufzug. Und guck mal nochmal, ob ich drücken kann. Ich kann nicht mehr drücken, deshalb würde ich einfach mal sagen. Okay, was passiert jetzt? Was passiert, wenn ich das hier drauf drücke? Das Licht aus. Ich kann da nicht drauf drücken. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.